Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Blackguards, wo es ja jetzt doch endlich weitergeht. ich möchte mich jetzt nicht gleich in den nächsten Fight stürzen, sondern zum einen wurde ich darauf hingewiesen, ich habe eine neue Quest bekommen, nämlich das hier mit dem Schwein. Okay, verfluchtes Schwein, Fragezeichen. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Questbeschreibung, also werden wir da vielleicht nochmal drüber stolpern. Und ich wollte noch schauen, was wir sonst noch so an Nebenquests haben. Arena-Kämpfe. Ah. Wieder Mengvilla kämpfen, okay. Findet Jezabellas Erbe. Pilgerpfade. Sechs Schreine, die haben wir noch nicht. Die Zwergenspiele, die waren uns ja ein bisschen zu hart vor einigen Zeiten. Ein Druide. Findet Sina in den Lanego-Wäldern. Das könnten wir mal machen. Das wäre auch was, dem wir nachgehen könnten. Okay. Was ich aber primär mal machen möchte, ist, ich möchte mir jetzt neue Ausrüstung kaufen. Denn ganz ehrlich, wenn uns nochmal so ein Gegner vor die Flinte kommt wie dieser Golem, wo wir mit Stichschaden nichts ausrichten können, dann möchte ich zumindest irgendwie Zweitwaffen haben, die was können. Das bedeutet allerdings auch, ich muss Skillpunkte ausgeben. So, wo gibt's denn hier einen Waffenhändler? Vielleicht in der Arena? Ist natürlich nur eine Vermutung. Ja, hier gibt's einen Schmied, genau das, was wir brauchen. Wer bist du eigentlich? Daria. Eine Klinge oder zwei. Och, ich nehme mal ein paar. So, wir können jetzt mal ein paar Sachen verkaufen, ehrlich gesagt. Den Schild, den brauchen wir nicht mehr. Heiltränke, Antidot, Zaubertrank, schwacher Zaubertrank, Holzwürmer. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Den Bogen brauchen wir nicht, weil wir haben ja welche. Jede Menge schwarzes Metall. Das Messer hier brauchen wir nicht. Die Wurfäxte brauchen wir nicht. Diese Pfeile werden wir ebenfalls nie verwenden. Den Lederschild brauchen wir nicht. Den Kurzbogen brauchen wir nicht. So ein Langschwert allerdings könnten wir uns gleich mal aufheben. Das macht keinen Stichschaden. Und da haben wir Fränkel das Ferkel. Sehr gut. So, jetzt möchte ich aber mal sehen, was er hier im Angebot hat. Bogen, Pfeile. Achso, der hat sonst... Ah doch, hier Dolch. Rapier. Kunchoma. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? 195 Dukaten. Ein macht 1 bis 6 plus 4 und ein Schwert macht 1 bis 6 plus 4. Bleibt sich also komplett egal. Entermesser 1 bis 6 plus 3. Ich überlege nur etwas, was würde Takati am ehesten führen? Wahrscheinlich ein ganz einfaches Schwert. Oder eine helle Bade. 1 bis 6 plus 5. Na dann wohl eher ein Schwert. Hakenspieß. Was macht denn der? Macht Stichschaden, na klar. Naurim hat ja seine Axt, mit der er definitiv keinen Stichschaden macht. Das wissen wir ja. Vielleicht sollten wir noch einen großen Schild für Takati kaufen. Parade 4. Parade 3. Der Buckler hat nur Parade 1. So, gibt es hier sonst was? Messer. Das ist alles, was wir ihm verkauft haben. Also gibt es hier eigentlich gar nicht so viel. Oder so viel Brauchbares. Schauen wir mal in unser Inventory. So, also Alara. Beziehungsweise, schauen wir mal. So, Takati. Du hast ja theoretisch hier die zwei Beile, mit denen du kämpfst. Da
Da brauchen wir allerdings... ja, Hiebwaffen müssen wir bei dir hochskillen. So, Aurelia hat hier den Dolch. Die macht ebenfalls Stichschaden. Alara bekommt jetzt noch ein Schwert als dritte Waffe. Naurim haben wir hier. Der hat hier als Zweitwaffe auch noch seine Holzfäller-Axt. Warum auch immer. 2 bis 6 plus 0. Auch nicht schlecht. Zurbaran wird hier wohl so etwas nicht brauchen. Gut, dann gebe ich dir auch nochmal das Schwert. Mit dem kannst du zwar überhaupt nicht umgehen. So. Ja, dann können wir zumindest mit Alara ebenfalls angreifen. Sollte sowas mal der Fall sein. Jetzt müssen wir nur noch die entsprechenden Talente hochskillen. Ich wollte mir das da eigentlich aufheben, aber gut. So, Waffentalente. Takate. Du hast Hiebwaffen. Ich putte da jetzt mal alles rein, was geht. Auf 18. Das sieht mir schon mal ganz gut aus. Dann haben wir hier Speere und Hiebwaffen auf Maximum. Aurelia. Du bekommst Schwerter und Säbel dazu. So, auf 17. Dann kannst du ebenfalls mit deinem Schwert kämpfen. Und zwar besser als mit deinem Bögen. So, Alara. Das gleiche Spiel. Speere hat sie auf 15, aber ich gebe ihr auch Schwerter und Säbel. 17. Das sieht mir schon echt gut aus. So, Naurim. Naurim hat Hiebwaffen auf Max. Ja, mehr braucht er eigentlich da mal nicht. Wenn wir jetzt schon alles ausgeben... So, Naurim ist ja mehr oder weniger unser Tank. Ich könnte ihm nochmal Lebenspunkte dazugeben oder... seine Attacke ist mit 8 noch nicht relativ hoch. Intuition geht auf Parade, Ausweichen, Fernkampf und Initiative. Die Gewandtheit könnte ich bei ihm nochmal steigern. Jetzt haben wir Attacke 9 nämlich schon. Sehr gut. So, ich bringe ihn jetzt noch auf... Okay, das war ein bisschen zu hart, würde ich sagen. Ein paar Lebenspunkte dazu. Ich möchte speichern, ja. Und bei den Talenten... Dann machen wir hier Selbstbeherrschung noch dazu, damit er keine Wunden mehr... Also nicht zu viele Wunden mehr erleidet. So, Zurbaran, was machen wir mit dir? Das ist natürlich eine gute Frage. Wie sieht's mit den Zaubern aus? Wir haben ja jede Menge Zauber. Fulmen auf 15, der Corpo Frigo, der würde sich ab und zu auszahlen, wie wir gesehen haben. Hat gegen die Elementare ganz gut gewirkt. Ignifax ist auf 18. Ignisfero auf 13. Bringen wir den eins höher und den eins höher. Können wir hier noch was bei der Astralenergie verbessern? Ja, und dann haben wir auch schon all seine Talente ausgegeben. Ja, seine... Ihr wisst schon, was ich meine. So, Takate ist hier schon relativ gut aufgestellt mit Attacke 9, Parade 9. 50 Lebenspunkte sind für ihn ebenfalls nicht so verkehrt. Schauen wir mal, was wir hier haben. Er hat Sinnesschärfe, er hat Tierkunde. Ich mache einmal Selbstbeherrschung, nee, zweimal Selbstbeherrschung hoch. So, Hiebwaffen sind auf Maximum. Speere sind auf Maximum. Mehr braucht er wirklich nicht mehr.
Gut, dann hebe ich ihm diese Punkte auf. Aurelia hat schon alles ausgegeben. Alara hat so gut wie alles ausgegeben. Okay. Das passt soweit. Sorry, ich musste kurz husten. Und jetzt trinke ich noch einen Schluck. Oh. Mein Hals ist heute echt im Eimer. Gut, das bedeutet, wir haben jetzt ziemlich viel Kohle ausgegeben. Jetzt schaue ich mir aber nochmal die Quest an. Die mit dem Ein finsterer Druide. Findet Sina in den Lanego-Wäldern. Die sind hier zwischen Bilen und Kalimba. Vielleicht sollten wir da jetzt mal hinschauen. Darauf hätte ich jetzt noch Lust. So irgendwie. Hier, das müsste es doch sein, oder? Ein Schrein für Travia, unsere treue Hausfrauengöttin. Und ein weiteres Wort. Sich? Sich? Wie in sich kratzen? Schaut ganz danach aus. Neuer Gegenstand, sich. Da sind die Lanego-Wälder. Aber was ist denn hier, wo das Fragezeichen ist? Da gehe ich nochmal eben hin. Oh, es kommt auf alle Fälle zu einem Kampf, so wie es aussieht. Lasst mich in Ruhe! Hilfe! Drei Meuchler werden von einer unbewaffneten Schönheit bedrängt. Irgendwer muss ihnen helfen. Schnell, weg hier! Okay. Drei Meuchler. Und sie haben vergiftete Pfeile. Gift? Ich bin vergiftet. Ja, das wissen wir mittlerweile. So, Takate, du kümmerst dich um ihn hier. Alara, hast du ja Sicht auf den ganz da hinten? Das ist gut. Dann wird der mal behakt. Ich habe zwar kein Gift am Start, aber was soll's. So, Aurelia läuft mal hier hinter die Palme und versteckt sich. So, Naurim läuft direkt hier zu dem Schurken nach vorne. Er ist sehr gut gepanzert, er kann das ab. So, und kannst du hier, da ist die Line of Sight blockiert. Zurvaran, kannst du zaubern? Kein Ignis Fero. Ah, oh, doch, auf ihn kann man hier zaubern. Sehr gut. Dann hat Takate nicht so viel Ärger mit dem Typen. Das Gift tickert hier runter. Das ist eher schlecht. Zurvaran bekommt hier gleich noch eins drauf und ist schon so gut wie tot. Das ist weniger gut. So, Takate. Mach ihn doch mal bitte alle. So, Alara. Aurelia kann jetzt hoffentlich zaubern. Ja, kann nur auf den hier zaubern, dann nimm den hier. Niederwerfen geglückt, sehr schön. So, und Naurim kümmert sich um den da hinten. Und daneben. So, Zurvaran. Du zauberst bitte mal auf dich. Achso, hast keine Astralenergie mehr. Das ist schlecht. Dann gehen wir hier hinter dem Wagen in Deckung. Ich bin vergiftet. Okay, er ist tot. Oh Mann, oh Mann. Der Meuchler läuft vor uns davon, der kleine Mistkerl. Dann laufen wir eben hinterher. Soll mich nicht weiter stören. Jetzt kann ich nämlich auch auf ihn hier schießen. Und da ist er auch schon down, sehr schön. So, Aurelia geht hier nochmal in Deckung. Für den Fall, dass Naurim das alleine nicht schafft, ist sie da. Okay, der Meuchler. Die gehen alle auf Aurelia. Was haben sie denn gegen Frauen? Komm schon, Takate, räche deine Freundin. Gift.
Und das war's. Ich fürchte, er hat recht. Seht euch die Wunde an. Bringt mich nach Duja. Ich habe dort ein Haus. Und holt die Heilerin. Ich kann euch belohnen. Ich habe Geld. Packt mit an, Duja ist nicht mehr weit. Okay, dann machen wir das. Bringen wir die Schönheit nach Duja. Und wir kriegen hier ein Gift. Alles nehmen, das lässt sich gut verkaufen. So, Dujar. So, die Wunde wäre versorgt. Und was ist mit dem Gift? Lasst mich ausreden. Ich kann die Wirkung vielleicht aufhalten, aber wo nichts zu nähen ist, kann ich nichts flicken. Dafür bräuchte ich schon ein Antidot. Die Alchemisten in Mengbella, wenn sie noch so viel Zeit hat. Kluges Mädchen. Also, warum steht ihr noch hier? Zum einen habe ich ein Antidotum im Gepäck, wenn ich ganz ehrlich bin. Zweitens möchte ich... Wir haben gehofft, die fliegen... So, Orakt. Wir haben Verwundete. Wir haben Verwundete. Bitte einmal alle heilen. Bis später. So, und dann bräuchten wir noch Astralenergie, aber hier gibt es gerade kein Gasthaus. Das heißt, wir machen uns beim nächsten Mal auf nach Mengbilla, um Antidotum zu holen, das wir eigentlich schon einstecken haben, aber gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's von mir, macht's gut, bis bald, euer Chris.